Hey Leute, wir spielen eine Runde League of Legends. Ich spiele Bloodfurst Vladimir. Und ja, ich wollte mal hier reinschalten, um ja, zu zeigen, wer gegen wen. Da haben wir Ahri, Rengar, Thresh und Ezreal. Eigentlich ein ziemlich gute Combo. Aber wir haben keinen richtigen Tank, da ich Solo Top mit Vladimir spiele. Ja, und die haben Annie, Volibear, Skarner, Fiora und Varus. Das Problem wird natürlich Volibear sein. Skarner Jungle ab Level 6 wird auch ziemlich hart. Aber da kann man nichts machen, da müssen wir irgendwie durch. Und da schauen wir mal, was passiert. Ich denke mal, ich schalte jetzt erstmal weg und dann gucken wir mal. So Leute, da sind wir. Und ja, dann fangen wir mal einfach an. Ich hole mir als erstes direkt Wälzer für Dings. Hextech-Revolver. Wen lebe ich Genau. als nächstes? Und ja, dann schauen wir mal, was hier abgeht. Dann haben wir Rengar. In Startet er uns mit Blue? allen lauert ein Monster. Vlad ist eigentlich Solo Top sehr Im Himmel effektiv, regnen. 30 wenn Sekunden man den bis zum spielen kann. nächsten Ich habe den jetzt Terraner. echt lange Zeit nicht gespielt, aber wir werden sehen, was daraus wird. Niemand erteilt mir Befehle. Ich werde mal versuchen, nicht auf Kills hinauszugehen, sondern das Team mehr zu unterstützen mit meiner Ulti. Direkt in den Fight So reinstarten, die viel Ulti, Blut, das braucht damit der Schaden Warte, reinkommt. richtig benutzt Mein zu E-Spell, werden. aber ich denke mal, wird mein Q Vasallen hochspellen, sind erschienen. also hochbringen, direkt auf vollstes In Level. der Dunkelheit bin ich wahrhaftig am Leben. Ich bin Herr Volibear wird, Meister. ist Volibear Support. Jo, Volibear Support, ich hab Fiora oben, noch besser. Sehr geil. Aber Fiora wird auch ziemlich hart sein mit ihren scheiß Q-Spell, glaube ich, ist das. Ja, 104 Schaden, die geht nicht auf Magie-Risi, Werde diesen Ort wie ich nicht jetzt sehe. Trümmern hinterlassen. Ich bin nicht der Beste mit Last Hits. Keine Ahnung warum, weshalb. Ich werde ein bisschen hier die aus Distanz halten, damit die mir nicht auf die Nerven geht. Dies ist mein Reich. Ja. Immer auf Distanz, ey. Ich würde den mal versuchen, mich Wen anzuspielen, jo. lebe ich als nächstes? Dann holen wir uns ein bisschen den zurück. Ich denke mal, ich werde jetzt erstmal W oder E spellen. Ich denke mal W zum Abhauen. Das ist ganz gut geeignet. Armselige Kreatur. Warum ihr mich fragt, warum ich nicht Last Hit, ich mache das extra, damit der Jungler besseren Vorteil hat, natürlich zu mir zu kommen und zu ganken. Spürt, wie das Leben entrinnt. So. Ich werde die Wird nicht killen, also ich Rot werde nicht vom versuchen, Himmel jetzt regnen. killgeil zu sein und die direkt umzulegen. Weil, muss nicht sein. Ein bisschen Schaden zwischendurch mal, damit die schön weggeht gleich. Ich Level-Vorteil habe. Das ist, denke ich mal, wichtigsten. So, jetzt wieder Last Hits. Damit ihre Creeps In uns zu mir allen kommen, das ist die nächste lauert Welle. ein Monster. Boah. Sagt so, ich hab's nicht mit Last Hits, mit Vlad. Der kann ja D-Damage machen. Dies ist mein Reich. Ja,
Ja, da wurde ich weggegankt, da kommt Rengar und der verkackt eh gegen Skarner. Oder? Oh. Jawohl. Ja, das war ja sauber. Hätte ich jetzt nicht erwartet von Rengar. So, jetzt haben wir schon mal Hextech. Mein Gott, ey. Ich werde diesen Ort in Trümmer hinterlassen. Das ist das Beste. Ich denke, ich gehe nicht auf Leben, so wie alle es tun, außer Kristallzepter. Und in der Dunkelheit ja, bin ich, ich mag Vlad nicht mit voll Life auf HP zu gehen, wie es viele versuchen. Denn seine Ulti ballert da nicht so viel Schaden rein im Late Game und das brauchen wir echt dringend und mein E. Damit wir Schaden raushauen, das Team unterstützen können. Niemand erteilt mir Befehle. Was hat die denn jetzt hier geholt? 5 HP, warum hat die 5 HP? Ah. Ah ja, meine Runen sind Full AP und Meisterschaftsseite ist auf Tankmäßig ein bisschen extra und ja. Ah, da geht die schon weg. Ich bin Herr und Meister. Und Vlad hat eh extrem viel Leben. Hat echt perfekt ist. Ich habe gerade mal 11 Blast Hits, wie ihr sehen könnt. So. Dann ballern wir da mal Schaden rein, halt uns hoch, benutzen noch einen Haltrang. Hab ich die gekillt vorhin? Ja, ich hab die noch gekillt. Ich werde diesen Ort in Trümmern hinterlassen. Schön Schaden machen. Ich bin wieder fast voll live. Und die ist auf low live. Hat aber 3 Heiltränke, aber die werden wir hier auch spucken. In der kein Thema sein. So, Ulti ready. Am Leben. Und ich werde die, denke ich, mal früher reinballern, damit... Was? Ja. Damit die mal endlich weggeht und ich wieder unbedingt Level-Vorteil gegen Fiora. So, setzen wir es mal Wort hin, zack. Warten wir es. In uns alle. Ja, die hält sich auf Distanz, so richtig. So ist das. Die darf nicht fahren. Meister. Auf keinen Fall farmen lassen, also, oh, die ist Level 6, ich muss an den Creeps bleiben. Verdammt wichtig. Jetzt benutzt die Heiltränke und da greifen wir wieder mal ein, wenn Skana kommt. Der ist auch schon Level 6, das ist nicht gut. Muss ich abhauen. Still meinen Sohn. Yoga hält sich jetzt auf Distanz, das ist echt mies. Das ist echt, echt mies. Ich skill noch mal Q hoch. Und gleich E. Wen lehre ich als nächstes? Da kann Rengar nicht ganken. Zu viele Creeps. Ein Gegner wurde getötet. Ich denke mal, ich werde jetzt pushen, da die zu defensiv spielt. Ey, ich bin zu aggressiv. Ich hatte auch schon guten Schaden mit meinem Kugeln, da ich den hochgespellt habe, also auf hohem Level. Ich bin Herr und Meister. Aber die soll mal weggehen. In der Dunkelheit bin ich wahrhaftig am Leben. Wurde getötet. Da ballern wir hier Schaden, ja. Da geht hier so. Naja, die bleibt. Die Tiefen der Verzweiflung. Ich weiß nicht, ob ich mir versuchen kann, die am Tower zu holen. Denke ich mal nicht. Weil, boah. Die Ulti, wenn die einmal reinballert. In uns allen lauert ein Monster. Last Hits, ist ja nix.